das ist die Spule. Ich habe da so 200 Windungen genommen. Mhm. 100 bis 200 Windungen. Mit 0,10er Draht oder was? Nee, stärkeren. Richtig. Also 1,5 Volt, ne? Ja. 1,5 Volt. Eine leere Batterie kannst du nehmen. Mhm. Ja, ne? So. Mhm. 200 Windungen. Jetzt habe ich was falsch gemacht. Das ist, hätte ich besser. Die Spule betreibt den Ried. Also ich tue es mal. Das ist die Spule im Kern. Mhm. Und die betreibt. Ah ja, alles klar. Du verstehst. Ja. Na? Das betreibt, ja? Ja. Also wie das gemacht wird, hast du bestimmt schon mal gemacht, ne? Wie das gemacht wird. Na, ist das nicht normal Relais? Nee, den Riedkontakt kennst du doch, oder? Ja, genau. Weißt du, was es ist? Na, das ist so ein Magnetschalter, ne? Also ich hoffe halt, dass... Na, guck mal, ob der ihn da ist. Ja. Suche mal. Die hier? Ja, genau. Das sind sie, ne? Und die gibt's noch als... Aber Heilschalter sind... Du hast sogar sehr gute. Das ist nett, das sind ne? Die großen hier. Die sind meistens gemacht für einen halben Ampere. Das könnten sogar noch größere sein für Ampere oder so. Mhm. Ne? Wenn du einen klitzekleinen Magneten hast, mal, so ganz kleinen. Mhm, die sind auch gut. Das hier ist nur ein Schließer. Das ist ein Schließer. Aha. Siehst du ja, der ist offen. Ja. Ne? Habe ich neulich als Öffner umgebastelt. Ja, geht einwandfrei. Ja, weil ganz genau. Sehr gut gemacht. Ja, der weiß auch nicht jeder, dass man das so machen kann. Hat durch Zufall drauf gekommen. Ja, es geht Zufall. Das habe ich schon vor Jahren so gemacht. Ja? Na, praktisch umgepolt, umgebaut als wie ein Heilschalter dann. Aha. Wunderbar, geht, funktioniert. Ah. So. Und du hörst es schön? Ja. Klicken. Mhm. Ne? Eine Seite klickt besser. Mhm. Das muss man herausfinden. Mhm. Ne? Und zwar musst du das immer hier an so einen Strang dann halten. Nicht hier. Ah, okay. Hier musst du es dann halten. Ja, also in der Nähe von so einem Ding. Ja, aber nur bei denen komischerweise. Hier bei den Großen. Bei den Großen komischerweise nicht. Ist das anders. Ha. Das ist anders. Weil die auch so breit sind. Mhm. Ne? Die Großen weiß ich jetzt nicht. Ja, warst hier irgendwie im obersten Drittel, meiner Meinung nach. Ganz. Ja, weil das teilt sich auf das Feld. Mhm. Das ist nicht so einfach. Und das ist auch immer eine Seite, die besser geht. Mhm. Ja, stimmt, die machen wir mal rausfinden. Hier, die schalten zwar alle, aber das ist, also wie gesagt, das kann dann passieren, dass die nicht alle mit einmal schalten. Mhm. Ne? Also die würde ich für die Sache auslassen. Ja, sondern die den auch nicht nehmen, da kann ich so hohe Frequenzen. Aha. So ihn hier. So einen klitzekleinen. Ah. Für die 1,5 Volt Batterie. Aha. Die großen habe ich schon benutzt für 12 Volt Batterien. Aha. Geht wunderbar. Geht auch gut. Als Wagner. Meine Fingernägel sind noch dran. Ja, okay. Ja. So. Und das sind wahrscheinlich alles Schließer, die sind immer als Schließer gemacht. Mhm. Immer offen. Ja, du hörst sie. Aha. Ne? So, weil manchmal, wenn die dann verklebt sind, da hörst du ja nichts mehr. Mhm. Also merkst du halt. Aber siehst du ja, ne? So, das sind halt immer. Schließer. So. Mhm. Und mit den klitzekleinen Magneten, noch kleiner als die, ich habe dann hier so die kleinen runden, die ganz kleinen 2 mm Magneten, drauf gemacht und dann schließt der von Anfang an. Mhm. Und ein äußeres Magnetfeld öffnet den wieder. Ja. Ja. Ne? Und so kannst du höchste Frequenzen damit einstellen. Ha. Ne? So habe ich das auch gemacht. Ha. Weil es gibt aber noch, gibt ja auch Wechsler. Aha. So, und wenn du einen Wechsler hast, dann geht es auch ohne den Magneten. Ich weiß nicht, ob der Wechsler da ist, aber. Ich glaube nicht. Ja, Wechsler geht auch ohne den. Mhm. Habe ich auch gehabt zu Hause. Und die können noch höhere Frequenzen schalten. Der Wechsler. Weil dort ist der Abstand noch geringer. Mhm. Weil der kann auch nicht weiter ausflippen, dann, weil der andere Kontakt dann ist. Und bei diesen Heilschaltern ist der Effekt dann nicht da, oder?
Das ist wie ein Transistor, auch, oder? Hab ich auch Halsschalter. Ha. Das ist wie ein Transistor. Ha. Geht natürlich wunderbar auch zu schalten. Ha. Da kannst du wunderbar was machen. Aber gut, habe ich die Kleine habe ich damit noch nicht geschalten. Hm. Kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Aber den hier von der Dings schlägt nichts. Da habe ich 180 Volt rausgeholt. Mhm. Ne? Ja, das kriegst du, das kriegst du nur. Und zwar hin. Siehst du dann im Dunkeln hier ein blaues Plasma drin. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Haha. Verstehst du? Ah, das blaue Licht. Ja. Ach, das ist auch nicht nur ein großer Funken, sondern es ist wie Plasma. Aha. Die Hochfrequenz. Sind doch nonstop da. Und immer dann, wenn dieses Hochfrequenzplasma ist, dann hast du eigenartige Effekte. Dann kannst du an der Batterie nichts mehr messen, gar nichts mehr. Aha. Da kommen Wellen rein. Aha. Ja, so. Und jetzt mal noch, um das schnell abzuschließen. Den hältst du dann eben vorne an die Spulen an, ne? Ist klar, ne? Und dann, so. Und jetzt machst du hier drüber. Es riecht Kontakt, ne? Mhm. Natürlich soll ja was in deine Batterie zurückfließen. Mhm. Ne? Also normalerweise, wenn jetzt hier Minus ist, du hast jetzt hier Minus, hier Plus. So. Macht der Strom von Minus hier durch. Ja. Nach Plus, also nach meiner Dings, weißt du schon, ne? So. Nach dem Abschalten bildet sich dann hier das Minus. Ja. Richtig? Ja, der Strom zieht ja weiter durch. Und hier ist Plus. Mhm. So, jetzt hast du hier eine Diode drin. So, und hier ein Kondensator. Elgo habe ich da genommen. Mhm. So. Und der wird jetzt voll. Mhm. Und wenn der voll ist, bleibt der voll. Den entnimmst du auch nicht. Mhm. Den lässt du mal so. 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 Und willst eine mittlere Kapazität, was weiß ich, 20 µ. 400 Volt, 20 µ. Ach, der Weg so hoch. Okay. Na, Sicherheit halt. Ne? So. Okay. Und der bleibt stehen. Aha. Das macht ja dem System nichts. Da ist eine Diode drin. Einfach ein 1N, noch was habe ich da genommen. Mhm. So. Und jetzt passiert da, also ein 1N, ich schreibe es auch mal, ein 1N4007. Hast du 1000 Lüfter da, sicherlich. Ja. So. Und der Riedschalter, so, jetzt passiert aber Folgendes. Das Komische an der Sache ist, ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat. Du nimmst den nicht ab, aber das Feld dringt durch in das ganze Ding hier. Aha. So, und das ist so eine Art anderer Strom dann. Ich weiß auch nicht. Das Feld ist ja trotzdem da von dem. Mm-hmm. Das sind ja dann 180 Volt oder 150 Volt, was weiß ich wie viel. Mm-hmm. Ne? Minus-Leckströme, so, sagen wir mal so. Und das ist ja dann da. Mm-hmm. Das Feld ist ja drin in dem ganzen System. Mm-hmm. Ne? Weil das drückt ja, auch wenn die Elektronen nicht fließen kann. Das Feld ist ja da. Ja, es tut ja trotzdem, weißt, was ich Potenzial. Meine, ne? Ne? Ja, das Potenzial ist ja Potenzial da. Ist da. Das Potenzial ist da. Ja. Das würde man bei noch höheren Spannungen ja messen können. Ja. Sogar als Potenzial. Dann wird es ja statisch dann langsam. Mhm. Ne? So, und ob das eine Rolle mitspielt, das weiß ich nicht. Ne? Jedenfalls wirst du dann hier, wenn du dann hier komischerweise eine Diode, nicht, du ziehst nicht den Rückpuls raus. Der Rückpuls lädt ja quasi das Ding ja, ja. Aber jetzt kann der ja nicht mehr fließen, der Rückpuls. Ja, ja. Die Energie muss aber irgendwo hin. So. Jetzt geht die komischerweise wieder zurück in die Batterie. Jetzt habe ich hier eine Diode reingetan. Und dann nimmst du eine schnelle. Du musst eine Schottky nehmen. Richtige Schottky. Eine Schottky. Aha. Eine kleine, die auf jeden Fall 200 Volt, die gibt es zu kaufen. Fängkram hoch, ne? Aber eine schnelle. Und jetzt tust du hier eine Leuchtdiode rein. Ja. In Reihe mit der. Aha. Die Schottky ist nur dazu da, um die zu schützen. Ach so. Ja? Weil die Schottky schaltet wesentlich schneller. Ist ja logisch. Ne? So, und so schützt du die. Dass wenn jetzt Strom kommt, dass die nicht durchhaut. Okay, die muss sofort stoppen. Sofort, okay, ja. Ne? Darum ist die drin. Ja, okay. Ne? Ich habe es auch ohne gemacht. Aber ich habe mir da schon ein paar abgeschossen. Aha, so hoch waren die Dinger dann auch. Ja, das ist, weil, weißt du? Aha. So, weil jede Diode hat eine Schaltverzögerung. Schottky ist kaum. Deswegen können die in Gigahertz-Bereich schalten. Ah. So. Und jede andere normalerweise ist ja auf eine Schwellspannung. Schwellspannung und die haben einen kapazitiven Anteil. Mhm. Deswegen im Radio sind ja Kapazitätsdioden drin. Mhm. So. Und die reagieren, die können nicht schnell genug an der Sperrschicht die Elektronen wegschaffen und so sind die bei Hochfrequenz
quasi wie ihr Kondensator durchlässig in beide Seiten. Ja, ja. Deswegen konnten wir unsere Dioden nicht nehmen, normale Brückengleichrichter für unsere Dings. Für unseren Kiel. Das hängt mit dem schnellen Schalten an. Die rauchen immer ab. Obwohl die normalerweise, die sind nur von 50 bis 100 Hertz. Okay, deswegen. Alles klar. Deswegen damit hängt das zusammen. Echt einen Glücksgriff hier mit den Dingern gehabt dann. Genau. So. Ne? Und wenn du das machst, wirst du komischerweise feststellen, dass die hell leuchtet. Aha. Wenn der voll ist und nichts mehr fließt, leuchtet auf immer die Diode. Dann spielst du noch ein bisschen rum in der Nähe zum Kern mit dem Reachhalter und so weiter, bis die ordentlich leuchtet. So, und das Komische ist, und die Frequenz wird auch fies hoch. Aha. Ne? So, und das Komische ist, die Batterie wird nicht weiter leer. Und an der Batterie misst du nur Unsinn. Das ist heavy. Das kannst du so ausprobieren, das hab's x-mal gemacht. Das ist der Hammer. Um jetzt nochmal fürs praktische Verständnis. Wie schwinge ich das? Schwingt das dann schon von selber an, wenn ich das anschließe? Muss es anschwingen. Das schwingt von selber an. Na, muss es ja. Das ist ja, wenn du, sobald du hier kannst du noch Schalter reintun. Zum Einschalten. Ne? Mhm. Weil das ja von Anfang an ist ja durchlässig, der Schalter. Ist ja als Schließer konzipiert von Anfang an. Nee. Ich dachte? Nee, nee. Ich dachte, ich soll als Schließer konzipieren. Ja! Genau. Ha. So, ist, entweder du nimmst einen Wechsler, oder du konzipierst ihn als Schließer. Ja, ja. So, und da ist er ja von Anfang an durchlässig. Genau. Wenn du die Kontakte schließt, dann würde jetzt erstmal, also du musst ihn schon, nee, Quatsch. Es geht noch anders. Es geht noch anders. Ich habe es noch anders da gemacht. Also geht es auch noch. Ja. Und zwar kannst du das auch so machen. Du kannst ihn als Öffner lassen, als Öffnen, alternativ. Und kannst an den Kern hinten im Magneten eine kleine dran klemmen. Verstehst du? Dann wird er irgendwann anfangen zu rennen. Wenn du dich dem näherst. Ja. Weil ja der Magnet schließt den Schalter und das Magnetfeld muss so ausgehen, dass es phasenrichtig ist. Ne? Das Magnetfeld ist wieder gegen das Magnetfeld des Magneten und neutralisiert es wieder und lässt den Schalter wieder los. Ne? Und da fängt das an zu schwingen. Ja. Und dann wirst du sehen, das Ding, das leuchtet und relativ hell. Ja, das tue ich dann gleich mal basteln. Als 200 Windungen, meinetwegen 0,20 Draht. 200 Windungen. Oder 0,40er, ist wurscht. 0,40er ist gut. 0,40er ist gut, um Ferritkern drumrum. Ich habe Eisen genommen, aber Ferrit geht genauso. Ferrit ist ein bisschen schneller. Ja. Aha. Ja, vielleicht ist aber, ich weiß es eben nicht, vielleicht ist Eisen sogar besser. Sollen wir dadurch einen kleinen Lenz kriegen? Möglicherweise. Das konnte ich, also ich habe Eisen gern genommen, die ist sehr gut. Die habe ich aber nicht mitgebracht, die Spule, aber ich habe so eine da und die ist so. Ne? So. Und das ist nur um darauf zurückzukommen mit dem Plasma. Du siehst dann in dem Schalter selber ein blaues Leuchten, wie ein Plasma. So, ach, wir können es ja dann auch zum Schluss noch schnell noch basteln. Das wäre mir nämlich das Allerliebste. Ja? Ja. Na gut, dann machen wir das mal. Das ist ja ganz schnell zu machen. So. Und komischerweise leuchtet, wie gesagt, das Ding und die Batterie, die wird nicht leer. Du nimmst deine leere hoch. Das machen wir da. So, du misst mit deinen normalen Geräten nur unten an der Batterie. Und da fragst du dich auch wirklich, wieso? Weil ja alle Kreise geschlossen sind eigentlich. Nee, da hast du mich zu heiß gemacht drauf. Das machen wir jetzt gleich mal. Na, bauen wir die Schaltung mal nach. Ja, soweit habe ich jetzt erstmal alles fertig. Read-Kontakt ist an der richtigen Stelle. Schaltet auch. Ne? Mal gucken, ob der Magnet dann richtig rum drauf ist. Das ist soweit alles richtig rum. Und nur eine Schottky-Diode brauchen wir noch. Tja, wie kriegt man raus, ob Schottky Schottky ist? Da habt ihr so eine schöne Einstellung auf dem Messgerät. Hier, Diode. Und je kleiner da der Wert, desto schneller ist die Diode. Ne? Immer ordentlich Plus und Minus. Das ist jetzt eine Germanium-Diode. 528. Das ist jetzt eine etwas schnellere, Bezeichnung weiß ich nicht so richtig. Und das ist jetzt eine, ich hoffe mal, dass es eine Schottky ist. Die ist aber beim kleinsten Wert, bei 315. Mal schauen, ob das was wird. Schaltung ist jetzt aufgebaut. Hier nochmal im Überblick. Ne?
Ah, hier ist ein Elko da. So schaut sie jetzt aus. Nochmal im Detail hier, ne? 1,5 Volt Batterie. Der Plus. Hier ist eine normale 4007er Diode drin. 330 Volt Elko, weil wir hier Spannungsspitzen bis 180 Volt erwarten. Hier, keine Ahnung wie viele Windungen, habe einfach frei Schnauze gewickelt. Denke mal, das dürften so 100, 200 sein. In der Mitte ein Eisenkern, Weicheisenkern und hinten drauf ein Magnet. Den richtig rum draufsetzen. Vorhin habe ich eine falsch rum drauf, da hat es nicht funktioniert. Dann habe ich eine andersrum drauf. Ja, ich zeige es euch gleich mal. Ne? So, dann geht es hier weiter. Das ist der Plus vom Kondensator. Geht hier auf unsere Schottky-Diode und unten ist die LED dann so rum drin. Ne? Ganz normal. Ja, hier unser Read-Kontakt und geht dann hier auf Plus. Eigentlich haargenau so, wie es hier steht. Jetzt bringen wir unseren Read-Kontakt ganz leicht in Position. Klingt gut, oder? Oh, das ist eine Frequenz. Hammer hat. Geht super. Also cool. Kann man getrost weiterempfehlen, die Schaltung. Okay. Coole Sache. Komplett ohne Transistor. Danke, Remi. Na bitte. Jawohl. Leuchtet dauerhaft. Ne? Das sind die 50 Hertz jetzt. Aha. Und es lädt jetzt hier quasi diese Batterien hin und her. Man hört fast gar nichts, ne? Bei den Solid-State-Relais. Das sind doch nur MOSFETs. Ach, das sind ja nur, ja, alles klar. Aber irgendwas riecht. Das hat vorher schon irgendwas gerochen. Die Dioden. Ja, wir haben sie doch ein bisschen warm. Ja. Krass, bei 130 mA. Wir haben 9 Volt bei 130 mA am Eingang. Das zieht zu viel. Also, Vorwiderstand. Okay. Warum nur Vorwiderstand? Jetzt riecht nichts mehr mit den Vorwiderständen. Aha. Ja, wie gesagt, das sind ja eigentlich auch leere Batterien. Ja. Also die sind ja nicht voll. Nee. Die liegen ja nun auch relativ lange. Und die sind aus dem Schrott. Mhm. Wie gesagt, mit leeren Batterien geht es noch besser. Das ist das Komische an der Sache. Also das ist. Ne? Also jetzt geht er erst mal. Mhm. Und jetzt können wir unsere Großen mal anschließen. Unsere Großen hier dran schließen. Jetzt, jetzt kommt der große Augenblick. Dann mal eine frische Last machen. Jawohl, kalt. Kalt. Super. Okay. So, unser erster Tesla-Switch ist jetzt eingetroffen. René war fleißig gewesen die letzten Wochen. Sieht hier alles noch etwas durcheinander aus. Das hier sind aber, das sind Solid-State-Relais, ne? Mit einem MOSFET drin, hast du gesagt? Genau, ne? Da ist ein MOSFET drin. Mhm, MOSFET und was, Infrarotbrücke noch, dass das dann... Nein, die werden durch... diesen Optokoppler haben die drin, ne? Ach, Optokoppler waren es gewesen. Ah, mhm. Also praktisch keine direkte Verbindung mit dem, mit der Eingangsspannung sozusagen. Mhm. Ja, als Eingangsspannung haben wir jetzt 9 Volt bei 130 mA dran. Der betreibt jetzt praktisch den Tesla-Switch und der switcht diese 4 Alone-Batterien hin und her. Also der betreibt nicht, der schaltet ihn nur. Ach, der schaltet ihn. Das ist nur die Schaltspannung. Ja. Ne, zum Hin- und Herschalten. Ne, das sind die 50 Hertz aus dem Netz. Mhm. Ne?
Und sie werden jetzt auch, dadurch sie immer mit den, ne, du hast so gemacht, dass du alle beide Halbwellen benutzt. Ja, genau. Und sie werden jetzt mit einer Frequenz von 50 Hertz, anstatt von diesen 100 Hertz, wie es in der Originalanleitung geschrieben ist, hin und her transformiert, hin und her gescheiden. Ah, als Last haben wir jetzt hier eine 12 Volt 3 Watt Lampe dran. Und unsere Voltzahlen halten sich relativ gleich. Am Anfang brechen sie natürlich, die hier steigt sogar. Na gut, das kann jetzt auch hier an der defekten Batterie vom Messgerät liegen. Aber die anderen, alle sind jetzt schon seit bestimmt 2-3 Minuten, ne? Auf derselben Voltzahl. Jawohl, nicht mehr gefallen. Das ist ja genau das, was wir wollen. Hm. Hier ist nochmal der Originalschaltplan dazu. Und ja, wie René gerade erklärt hat, René, kommst du nochmal kurz her, bitte? Hm. Ist jetzt praktisch, wie ich das verstanden habe, du machst es jetzt auch mit 6 Transistoren, ne? Mit 6 Solid-State-Relais und... Genau. Genau, die zwei anderen hast du ja gar nicht angeschlossen, ne? Die sind ja jetzt komplett frei. Ja. Jawohl. Allerdings hast du nur einen Kondensator drin. Nein, zwei. Ne? Ach, jetzt hast du auch zwei Kondensatoren drin. Jetzt ist es praktisch genau so wie hier. Ja, die hier unten sind nur 2x500 µ. Ah, alles klar. Das macht ja nichts bei der kleinen Last. Ja, aber ansonsten können wir bestätigen, dass das so augenscheinlich schon ganz gut funktioniert. Ja, die steigt jetzt sogar hier drüben. Na gut, okay, die gleichen sich jetzt aus, ne? Sie waren vorher alle bei verschiedenen Voltzahlen gewesen, die Batterien. Ja, die und gleichen sich jetzt aus. Haben wir vielleicht erst so 5 Minuten oder 10 Minuten betrieben und jetzt gleichen sie sich erstmal aus. Aber ja, lassen wir die mal ein paar Stunden laufen, ne? Ja, würde ich mal sagen. Alles klar. Bis später denn. Schandwiderstand mit einer Eisenstange. Ja, gut, hier kommt doch auf alles. Gut, hier kann man auch schön lesen. Hast du deine Welle? Ich krieg alles raus. So, jetzt stellen wir mal noch ein bisschen ein. Ne? Es ist. Warte mal, wir können es auch noch ein bisschen. Die Feinjustierung, meistens hier. Hier ist sie. So ungefähr. Ja? Und sie ist ungefähr bei, ja, 20 Kilohertz, nicht ganz 20 Kilohertz. Ist es? Mhm. Ja? Wenn ich das jetzt hier einstelle, können wir ja mal gucken, ob das weniger wird. Watt. Wird eindeutig weniger. 1300 Watt. So hat man es vorhin ungefähr, finde ich. Das schickt nicht mal in Pausen durch. 1100 Watt. Da wird nur die Amplitude kleiner oder was? Da wird nur die Amplitude, die regelt ganz anders. Mhm. Die anderen tun so dann schockweise. Ach, die anderen, die machen dann praktisch die Pulsweite länger. Ja. Und die hier tun nur die Amplitude runter. Siehst du es? Aha. Mhm. Das ist der kleine feine Unterschied zwischen Jean-Louis Naudins Induktionskochplatte. Das
Jetzt kommen wir noch weniger. Und den anderen. Und trotzdem, jetzt sind wir hier bei 900 Watt. Na gut, die sind natürlich runtergegangen jetzt, ne? Mhm. Ist ganz klar. Ja, genau. Na, jetzt ist 900 Watt. Und eine Amplitude. Also die tun gar nicht anders. Wir können jetzt mal gucken, ob wenn wir im Frequenzbereich zurückgehen, ob sich da... Ach, nicht hier. Hier. Noch was... Nee, Quatsch, nicht hier. Sondern, wo war er? Hier. Zeit. Ja. Doch. Da andere Wellen. Doch, hier hast du deine Wellen. Ah. Deine, das sind die 50 Hertz. Aha, das sind die 50 Hertz vom Netz. Ja, ja, genau. Okay. Siehst du es? Ja. Das ist es. Na, das siehst du schön. Ah. So sieht die aus. Und in der 50 Hertz sind dann diese kleinen, diese 50, diese 20 Kilohertz drin, ne? Mhm. Okay. Und das machen ein paar Watt aus. Also das, da muss schon ganz schön was, damit das... Das stimmt. So, allerdings. Jetzt haben wir es. Es geht wirklich. Schauen wir mal. Das muss man da zeigen. So, ja, jetzt haben wir erstmal direkt 220 Volt. Wir können unsere 2 kW Last nicht direkt reinschalten, weil mein Sicherungsautomat irgendwie rumspinnt. Aber wir können sie nach und nach reinschalten. So, der René macht das jetzt mal. Sie sind drin. Unser Luxmeter zeigt hier 317 an. Ne? Okay, den Wert merken wir uns jetzt mal. Und dann gucken wir mal hier runter aufs Messgerät, 1768 Watt. So, den Wert haben wir uns jetzt gemerkt, ne? 314 wäre... 314, 315, ne? Nochmal, komm her. 317, 316. Gott, alles klar. Super. Haben wir kleine Dreiecke nach oben und unten im Display. Schön. Was bedeutet denn das? Weiß ich nicht. Das habe ich nur bei meiner Kamera bis jetzt mitgekriegt. Aha. Na, mal schauen. John Hutchinson hat da in letzter Zeit schöne Sachen drüber veröffentlicht. 350. Ne, ihr wisst, Luxmeter ist nicht linear. Oh Mann, ich sehe gar nichts mehr. Und hier sind wir bei... Na komm her. 1732, 23. René, ja, mal besser. Krass, das ist wirklich, wir haben es gesehen. Also Jean-Louis Naudin hat recht. Ja, wir haben es mit Luxmeter. Also ich will jetzt mal wissen, woran das liegt hier. Ha, Hammer. Das so, ist der Chevy, ja. Nochmal die originale Platte, wie hieß er? Irgendwas mit U. Unold. Eine Unold-Platte ist es. Ja, und jetzt gesehen. Wir haben es gesehen. Okay. Das Licht war auch mehr. Jawohl. Oh, jetzt kriege ich wieder Hunger. Jetzt, wir haben es gesehen. Dich. Wir haben U gesehen. Wir haben es endlich mal gesehen. So richtig mit viel. So, diesmal kein Fake. Was heißt diesmal? Wir haben noch nie Fake dabei. Aber also jetzt bin ich wirklich baff. Ja. Na gut, dann geht's jetzt richtig los. Ist wieder hängen geblieben. Jawohl, genau. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Also jetzt bin ich komplett überzeugt. Restlos. Okay, dann demnächst müssen wir noch Wasserkocher-Tests machen eigentlich. Hey, das heißt aufrüsten, wa? Das ist eigentlich schon mal klasse. Wirklich richtig klasse. Alles klar, gut. Das können wir jetzt nochmal für die Profis mit dazu nehmen. 99 Phasenverschiebung heißt fast 1, ne? Ja. Gut, da ist der Wirkungsgrad. Ja, mindestens, ne? Ja, damit haben wir die Sache. Und das ist auch deine Spule, die hast du ja auch gut gemacht. Das ist diese kapazitive Spule, die du gemacht hast. Ne? Aber nichts kriegt man allein zustande. Ohne euch wäre das niemals, hätte es niemals geklappt. Die Masse macht's. Schwarmbewusstsein schlägt zu. Ja, wunderbar. Ja, mal geht's runter. Aber definitiv. Jetzt sind wir dort immer drüber. Über 23. Definitiv. 39 jetzt wieder mal ganz kurz. Naja. Wunderbar. Rennt. Rennt. Wir haben's. Hier ist der Schandwiderstand, den wir als Schandwiderstand zum Messen genommen haben. Stückel Eisen, das ist ganz schön. Wende mal.
Da ist ja hier auch noch ein Haufen Energie ist, drüber gegangen. Ja, ist ja auch noch mal Energie weg. Ach, das können wir jetzt auch noch mal ansteuern. Warum denn nicht, ne? Gib mal den kleinen, das sind ja auch noch mal 2-3 Watt. Den Schraubenzieher. Ach, diesen isolierten. Ja gut, das hatten wir bei der anderen. Nee, eben bei der anderen hast du das nicht, weil das macht nämlich die Hochfrequenz. Weißt du, was ich meine? Das wird nur durch die Hochfrequenz warm. Ah, deshalb ja halt. Und bei den 50 Hertz hat das, wird das nicht, ja genau. Aha. Da wird das nicht warm. Aha. Sag mal, da drüben ist auch ein Haufen Energie verbraten. Da haben wir noch mal ein bisschen was verbraten. Vielleicht macht es was aus. Schauen wir mal. Müssen wir bestimmt wieder nach und nach reindrehen, wa? Okay, ich bereite meine Hände vor. Ja. Ja. Moment. Nein, Thorsten. Na gut. Das ist ein kleines bisschen verstellt, aber nicht sehr viel. Okay, das müsste kommen. Jetzt kommt sie. Und ja. Gut. Na Moment. 313. 312. Ja, ist es jetzt mit Eisen mehr als vorher oder was? Das ist natürlich komisch jetzt. Mit dem Schandwiderstand sind unsere Lampen heller. Ja, das kann auch da dran liegen. Ach, das kann durchaus möglich sein. Das mit dem Schandwiderstand mehr? Ja, das ist ja logisch. Jetzt gibt er ja. Das ist ja jetzt eine veränderte Spannungsausgabe. Da wird die Resonanz ja wieder anders. Ah. Da fällt ja eine Spannung ab an dem Ding. Also haben ja da gerade durch einen Glücksgriff einen richtigen Eisenstab genommen. Wir können das jetzt auf 315. So wie viel es wurden. Ja, denn die Last war jetzt insgesamt höher wieder. Mhm. Ja, wenn du jetzt vor dem Eisenstab misst, kommst du auf eine höhere Spannung wieder. Mhm. Ne? Das stimmt schon. Das ist wie, als wenn du jetzt noch mehr Last dran hängen würdest. Das war Glück. Aber ordentlich. Ne? Jawohl. Das kann man nicht drüber. Da hat das Gerät anders rausgegeben. Wir haben natürlich jetzt auch... Tja... Wie viel Watt haben wir? 1736. Wie vorhin? Mit dem Eisenstab. Mit dem Eisenstab dazwischen kommen wir auf Over Unity. Hä? Das ist alles hier ein bisschen komisch. Nee, das ist wirklich. Hier ist der magische Stab. Na hä? Ja, wir denken erstmal ein bisschen nach. Okay, wir haben es rausgefunden. Es war doch nicht unser Eisenstab. Jetzt sind wir wieder... Ja, fast bei den Werten. Also 340 kriegen wir trotzdem es irgendwie nicht hin. Damit zusammen noch. Ne, die ist ja auch. Na gut, wir hatten die Lampe hier ein bisschen zu weit rüber gedreht. Ne? Da hat es dann auch drauf angekommen. Ja. Da ist es auch drauf angekommen. So, aber trotzdem sind wir jetzt hier wieder bei knapp 330. Und hier unten sagen wir. 1000? 1600 bin ich. 1700 fast glatt. 1700 Klasse. Wir werden immer besser. Heftig. Jetzt fahren wir mit 220 Volt und 50 Hertz wieder. Der ist schön warm und los geht's.
Oha. Und? 442. Wie viel? 400? 442. Oha. Da war unser Schandwiderstand vorhin. Der hat das dann. Der Schandwiderstand hat das weggenommen. Aha. 442. Wie viel ziehen wir? 1770. 1770. Ja. Okay, na gut, das ist doch eine Nummer. Oh. Welle hoch, Welle runter. Jetzt mit Schandwiderstand und 230 Volt. Gut. Ich sehe schon, dass die nicht so... Jetzt sind wir hier auch bei 440. Was? Ja, was haben wir denn da vorhin gemacht? Dann stimmte was nicht. Dann stimmte was wirklich nicht. Dann stimmt was wirklich nicht. Okay. Ne? Und das lassen wir uns nicht gefallen. Ne? Naja, ich meine... Dann setzen wir es rein. Das ja. Dann, ne? Die müssen ja nicht gegen uns arbeiten. Nee. Heißt ja gar nicht. Also, immer noch, ne? Die ist jetzt auf 8 Volt hochgekommen. Ist nach mehreren Stunden Betrieb. Mhm. Aber du siehst, dann hast du auch noch... Dann hast du auch noch natürlich gleich gesehen... Du bist ja jetzt auch auf die Idee gekommen, ey, warte mal, jetzt gucken wir mal, stecken wir das mal wieder rein. Sonst hätten wir das jetzt gar nicht richtig gewusst, aber jetzt weißt du, da war irgendwas. Ja, da ist genau. Irgendwas. Sonst wäre ich in meiner totalen Euphorie geblieben und... Ja. Die haben was gemacht. Irgendwer hat was gemacht. Wer ist hier noch? Ja, wer ist hier noch? Wer ist hier noch?